Viele Leute haben Probleme mit Fruchtfliegen in ihrer Wohnung. Doch was die wenigsten wissen, ist, dass diese Fliegen ein perfektes Futter für Fische sind. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man diesen Rohstoff noch gewinnbringend nutzen kann. Euer Aquarianer. Eins. Wie man hier sieht, haben viele Leute diese gelben Aufklebeplatten, damit die Fliegen von der gelben Farbe angelockt werden und sich daran verfangen an der klebrigen Oberfläche. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass Sie den gleichen Effekt auch wesentlich simpler erzielen können mit einem simplen Glas Wasser und einem gelben Blumentopf. Köstlich. Und zwar ist der Trick folgender: Sie nehmen dieses gelbe Gefäß, stellen es hier ab, stellen ein Glas mit Wasser hinein und durch das gelbe Lichtspektrum werden die Mücken angelockt, wodurch sich innerhalb kürzester Zeit all diese toten, halbtoten Insekten nicht an diesem Ding verfangen, sondern in ihrem Glas sicher aufbewahrt sind. Eins. Wenn Sie erstmal genug Mückenlarven in Ihrem Glas haben, können Sie es einfach in dieses Becken hier schütten, um damit die Fische zu füttern. Und innerhalb kürzester Zeit wird jeder Fisch versorgt sein mit nahrhaften Proteinen. Hier sieht man, wie innerhalb kürzester Zeit die ganzen Mückenlarven sich an der Wasseroberfläche sammeln und damit zur perfekten Beute für die Heim- und Zierfische werden. Die Pflanzen werden durch diese Mücken nicht beeinträchtigt. Wie man sieht, habe ich hier vollkommen wunderschöne, gesunde Muschelblumen. Ich möchte erwähnen, dass ich für die Beleuchtung diese speziellen LED-Platten an der Decke befestigt habe, die das perfekte Lichtspektrum bieten, damit die Fische sich wohlfühlen und die Pflanzen ideal wachsen. Und durch die Mückenlarven haben sie auch die perfekt ausgewogene Nahrungsquelle. Sie müssen sich immer fragen, wie viel würde ich im Fachhandel für eine derartige Menge an Lebendfutter bezahlen? Wahrscheinlich weit mehr als für ein simples Glas Wasser. Eins. Ich hoffe, mit meinen Tipps konnte ich einigen von euch Geld ersparen und Fischfreude nach Hause bringen. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und abonniert mich für ein weiteres interessantes Video aus der Welt der Aquaristik. Euer Aquarianer. Eins. Kommentiert doch auch gerne, ob euch dieses Video weitergeholfen hat und vergesst nicht, es mit euren Freunden zu teilen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.